Ein herzliches Willkommen zur realen, aber digitalen Eröffnung der Ausstellung Klimakipppunkte, eine Preview im Showroom der Galerie des VBK. In Zeiten von Corona ist die Ausstellungsfreischaltung die neue Vernissage. Und manchmal ist Windows auch der einzige Zugang zur Kunst. Beim Verein Berliner Künstler hingegen sind es richtige Fenster, durch die kunstinteressierte BetrachterInnen nun bis 7. März echte Kunst live betrachten können. Begonnen hat das Projekt Anfang 2020. VBK-Mitglied Andrea Streit hatte einen Wettbewerb initiiert, in dem KünstlerInnen den Klimawandel zum Sujet ihrer Werke machen sollten. Ausgewählt wurden am Ende 10 künstlerische Positionen, die völlig unterschiedliche Aspekte des Themas fokussieren. Und das nicht von ungefähr. Denn das Phänomen Klimawandel ist derart komplex, dass es alle Bereiche unseres Lebens durchdringt. Lange schon weiß man, dass ohne konsequente und entschiedene Gegensteuerung alle Veränderungen auf einen kritischen Punkt zulaufen, den Tipping Point, zu Deutsch Kipppunkt, Namensgeber für die neue Ausstellung. Wenn bestimmte klimarelevante Punkte kippen, lassen sich die Prozesse nicht mehr beeinflussen. Durch unvorhersehbare Rückkoppelungen und Kaskadeneffekte verselbstständigt sich die Entwicklung im gesamten System. Die Ergebnisse sind irreversibel. Und was hat das alles nun mit Kunst zu tun? Nun, wie jeder andere Mensch hat auch ein Künstler, eine Künstlerin einen persönlichen Blick auf die Welt. Durch die künstlerische Verarbeitung der individuellen Wahrnehmung werden bestimmte Aspekte kommuniziert und gelangen so ins Bewusstsein der Betrachtenden. Dort sind sie im Idealfall Impulsgeber für intellektuelle oder emotionale Erweiterungs- und vielleicht sogar Erneuerungsprozesse. Wie unterschiedlich der Blick auf die Welt im Sinnzusammenhang mit Klimaerwärmung ausfallen kann, zeigt diese spannende Ausstellung. Man trifft unter anderem auf ein Notruftelefon, auf dystopische und zugleich poetische Bildmetaphern oder einen mechanischen Regenmacher. Ursache, Auswirkung, Gegensteuerung, Rettung – ganz unterschiedliche Bezüge werden hergestellt. Und im Unterschied zu einer wissenschaftlichen Publikation ist ein künstlerisches Statement persönlich und dadurch unmittelbar involvierend. Ob Malerei, Installation, Video oder Collage – die jeweils gewählten Ausdrucksformen zeigen ein breites künstlerisches Repertoire. Das Ergebnis ist eine sehr vielschichtige Ausstellung zu einem virulenten Thema. Spannend, diskussionsanregend und unterhaltsam zugleich. Im Showroom hinter den Fenstern der Galerie des VBK werden bis 7. März die Beiträge von Rosika Jankung-Lage, Helga Wagner, Barbara Scharnoyan, Maria Korporal, Andrea Streit, Lupe Godoy und Tom Albrecht zu sehen sein. Sobald die Gesamtausstellung möglich ist, werden noch Konrad Brockstedt, Lina Schobel und Paul Riesel, Burchard Vossmann sowie das Kollektiv Thinking of Eve, Andrea Streit und Nancy Happ mit dabei sein. Und mit ihnen Dinosaurier, Aliens, Tüten voller Elektroschrott und schrecklich schöner Plastikmüll. Ich durfte bereits Teil des Auswahlgremiums sein und ich kann versichern, der Blick auf die Schau hinter den Fenstern lohnt sich. Und er erlaubt, auch in Corona-Zeiten mit dem verbunden zu bleiben, was so elementar Menschen und damit auch systemrelevant ist, mit Kunst und Kultur.